Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Willkommen bei dem Vortrag der Firma Geetze zum Thema Vernetzung komplexer Türen im Smart Building. Zwei Worte zur Firma Geetze. Wir sind ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Stuttgart, in Leonberg bei Stuttgart und sind weltweit aktiv mit ca. 3000 Mitarbeitern. Und wir stellen in erster Linie Systeme für Türtechnik her, Oben-Türschließer, Feststellanlagen, automatische Türsysteme, Drehtüren, Schiebetüren und Sicherheitstechnik und natürlich auch Systeme für die Vernetzung in ein Smart Building. Als erstes der Begriff vielleicht zur Erklärung, was ist denn eine komplexe Tür? Ihre Tür zu Hause ist relativ simpel, die machen Sie per Hand auf, die machen Sie per Hand zu, die können Sie abschließen, aufschließen. Das sind so im Regelfall die guten Funktionen. Und wenn sie jetzt noch etwas Wärmedämmung hat, dann freut das Ihre Heizkostenabrechnung. Eine komplexe Tür in einem öffentlichen Gebäude hat da ein paar mehr Anforderungen. Einerseits vom Nutzer natürlich, dass er möchte ein unauffälliges Design haben. Sie soll barrierefrei sein, also für jedermann begehbar. Sie soll natürlich leicht begehbar sein und dabei auch noch bitte unkompliziert begehbar sein. Man muss nicht erst einen Doktortitel machen sollen. Und sicher. Sicher ist aber ein recht deutscher Begriff und kann viel bedeuten. Im Englischen ist das leichter zu unterscheiden. Sie soll eine Security-Anwendung oder vielleicht auch eine Safety-Anwendung haben. Einerseits den Schutz vor Einbrechern von außen und die Einbruchshemmung. Und andererseits natürlich muss es eine sichere Tür sein, wenn es um die Fluchtwegsituation geht. Ich muss jederzeit die Tür begehen können. Und wenn man diese zwei Anforderungen zusammenbringt, dann kommen wir zum nächsten Thema. Natürlich möchte der Nutzer und muss der Nutzer eine Tür haben, die zugelassen ist. Das heißt also, alle baulichen Anforderungen und Zulassungsanforderungen müssen dort berücksichtigt werden. Und wenn sie jetzt noch störungsfrei arbeitet und dabei auch noch kosteneffizient ist, dann ist der Nutzer und der Bauherr sehr begeistert. Das sind die Nutzeranforderungen einer Tür, komplexen Tür. Jede heutige Tür. Aus der Hersteller- und Errichtersicht wird das deutlich komplizierter. In dieser Tür sind sehr, sehr viele Systeme verbaut und an dieser Tür sind auch sehr, sehr viele Systeme beteiligt. Da gibt es natürlich Brandschutzanforderungen, dass sie als Brandschutztür fungiert. Da gibt es Einbruchshemmungsanforderungen, dass sie natürlich auch eine entsprechende Widerstandsklasse hat oder Resistant Class heutzutage. Sie muss Normen und Anforderungen aus Flucht und Rettungsweg, des Flucht- und Rettungsweges standhalten und auch erfüllen. Sie ist die Tür ist automatisiert, so wie diese Tür über mir abgebildet. Sie geht also automatisch auf und bietet daher einen barrierefreien Zugang. Gegebenenfalls ein Zutrittskontrollsystem ist dort mit verbaut und sie könnte im Bereich des Brandschutzes, also der Rauchabzugs, auch dazu dienen, Frischluft ins Gebäude zu lassen, damit der Rauch nach oben hin zu den Fenstern abziehen kann. Sie merken also, so eine Tür ist deutlich komplexer, als wir das wahrnehmen, wenn wir einfach nur einmal hindurchgehen. Smart Building, was bedeutet das heutzutage eigentlich? Smart Building, ist das jetzt etwas, was wir nur haben, als was wir kennen als Smart Home? Sprich, wir haben eine App auf unserem Handy und sagen, ich kann jetzt mein Licht an- und ausmachen, ich kann meine Heizung steuern. Oder was ist da Smart? Im Gewerbegebäude spricht man eben eher von Smart Building. Und dort steckt natürlich jetzt auch künftig ein großes Potenzial. Man geht davon aus, 10% Umsatzwachstum pro Jahr ist in diesem Bereich der Smart Buildings anzusiedeln. Was bedeutet bis 2025 eine Schätzung 1 Million neue Smart Buildings weltweit. In Zahlen mal ausgedrückt, um Ihnen das zu verdeutlichen, schätzen wir 17 Milliarden Euro Umsatz in diesem Bereich, europaweit und weltweit 47 sogar. Das heißt also, das ist ein sehr großes Potenzial, was künftig uns beschäftigen wird. Wie kriegen wir jetzt eine komplexe Tür mit dem Smart Building verbunden? Dazu
dient es, ein GC-Cockpit zu verwenden, zum Beispiel. So nennen wir es. Unsere Tür, die schon vorhanden ist oder erst in der Errichtung, jetzt mit einem Gebäudevernetzungssystem, mit einem Gebäudeleitsystem zu kombinieren, dazu brauchen Sie dieses. Und schon ist es möglich, per PC, per App, per Tablet-PC oder Smartphone Türzustände zu kontrollieren, Türzustände zu sehen und auch Türen zu steuern. Sind alle Türen abgeschlossen in meinem Gebäude? Muss ich noch reagieren? Ist eine Wartung notwendig? All diese Dinge können mir jetzt gemeldet werden. Wo sind da die Vorteile? Einerseits natürlich brauchen Sie, wenn Sie diese Kopplung machen, eine smarte, kleine Software. Sie können mehr Sicherheit und Effizienz bringen. Sie können dynamische Sicherheits- und Brandschutzkonzepte entwerfen, also dynamische Fluchtwegtüren öffnen, Türen öffnen, um Besucherströme zu steuern, nach einer Veranstaltung, vor einer Veranstaltung oder eben auch im Not- und Gefahrenfall. Im Brandfall oder in einem anderen Gefahrenszenario gezielt Türen und Fenster ansteuern, damit diese dann geöffnet werden. Und das muss nicht mit sehr aufwendiger Leitungsverlegung, Kabelverlegung und Verdrahtungsaufwand passieren, sondern kann eben in einem Smart Building sehr intelligent über diese Softwareanbindung geschehen. Natürlich ist es wichtig, dass Sie es modular einsetzen können und dass Sie auch offene Schnittstellen verwenden. Das heißt also nicht proprietäre Systeme, dass jeder Hersteller seine eigene Sprache spricht, was Sie kennen, wenn Sie an Ihr Smart Home denken. Sie haben nicht eine App auf Ihrem Telefon, wenn Sie etwas steuern zu Hause, sondern Sie haben drei Apps. Eine für die Heizung, eine fürs Licht, eine für eine dritte Funktion. So ein Smart Building, so ein Management-System ist immer in drei Ebenen aufgebaut. Ganz oben steht natürlich die Steuerung, die visualisiert, die verwaltet, Befehle gibt. Dazu haben Sie dann die Applikationsebene, die Verbindung zwischen den eigentlichen Türen und dem Management-System. Dort wird im Regelfall werden einfache Entscheidungen getroffen. Drückst du den Lichtschalter, muss das Licht angehen. Das braucht keine Software entscheiden, das kann innerhalb des Raumes entschieden werden. Und möchte ich eine Tür öffnen, ich laufe in einen Radarmelder rein, soll natürlich die Tür weiterhin aufgehen. Und schlussendlich die eigentlichen Geräte der Feldebene, da könnten sein, in meinem Fall jetzt automatische Türen, Fenster oder RWA, also Fenstersysteme, Entrauchungssysteme, könnten aber auch Fluchttüren sein oder weitere Systeme, die man sich vorstellen kann, der Einbruchmeldetechnik oder ähnlichen Dingen. Bei so einem Smart Building, wie kann ich das verbinden, unsere Türen und Fenster, wenn ich sie intelligent steuern möchte? Das kann ich natürlich machen durch eine Integration in eine bestehende Gebäudeleitsystem. Diese Messehalle hier ist mit Sicherheit mit einem Gebäudeleitsystem ausgestattet. Hier wird sowieso schon die Heizung und die Lüftung gesteuert und das Licht wird darüber gesteuert vom PC aus. Und jetzt ist es nur sinnvoll und konsequent, die Türsteuerung dort mit anzubinden. Und eine Möglichkeit. Das zweite Szenario ist, Sie haben kein großes Gebäudeleitsystem. Sie möchten nur Fenster und Türen steuern. Dann machen Sie das in einem Standalone-Variation. Dann bekommen Sie eine kleine, smarte Software, die Sie bedienen können und die Sie dazu befähigt, alle Informationen Ihrer Türen zu bekommen. Beide Szenarien können Sie auch parallel betreiben. Sie können sowohl für den Haustechniker nur die Türen zur Steuerung freigeben und gleichzeitig sämtliche Informationen auch ans Gebäudeleitsystem weitergeben, um weitere große Gefahrenszenarien abzubilden. Ein drittes Szenario mit so einem GC-Cockpit wäre es auch, völlig neue Funktionen, völlig neue Ideen umzusetzen. Wichtig ist, bei der Planung oder Durchführung oder bei der Realisierung eines Gebäudeleitsystems oder bei der Vernetzung von Türen, das ist ein Thema, das beschäftigt Sie zu allen Bauphasen. Das heißt also, bei der Planung, Realisierung und Umsetzung und natürlich werden Sie auch Benefits generieren können,
beim Betrieb des Gebäudes. Im Einzelnen, am Anfang steht die Planungsphase, der Architekt, der plant die Tür mit dem Benutzer zusammen, legt fest, was soll eine Tür können. Und jetzt haben Sie den ersten Mehrwert, wenn Sie jetzt schon an die Vernetzung denken, wie kann die Tür gesteuert werden, wie kann sie effizient gesteuert werden. Damit es beim Bau dann auch sofort umgesetzt werden kann. Sollten Sie beim Bau jetzt Anbindungsprobleme haben, ist es wichtig, dass Sie das natürlich leicht anbinden können, ohne großen technischen Aufwand. Sie müssen in der Realisierungsphase vielleicht auch auf Änderungswünsche reagieren können und all das. Und all das bietet eine intelligente, von Anfang an geplante Vernetzung. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich der Betrieb. Im eigentlichen Betrieb eines Gebäudes eine bedarfsgesteuerte Wartung zum Beispiel zu generieren. Eine Tür freut sich, wenn sie mal gewartet und geölt wird, nicht einmal im Jahr, sondern eventuell nach Zyklen gesteuert. Eine häufig begangene Tür muss natürlich deutlich häufiger gewartet werden als eine Tür, die nur in einem Bereich ist, wo sie nur einmal im Jahr aufgemacht wird, weil eben der Wartungsmonteur kommt. Wer jetzt glaubt, Sie brauchen dort große, aufwendige, teure Systeme, der irrt. Es ist relativ leicht. Jede Tür wird miteinander vernetzt und wird mit kleinen, smarten Bausteinen ausgestattet. Und ab dann ist es netzwerkfähig und kann gesteuert werden. In meinem Beispiel jetzt hier automatisierte Fluchttüren, Schiebetüren, automatische Drehtüren oder Feststellanlagen, also sind die Türen aufgestellt, sind die Türen zu, oder eben Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Fenster. Das Ganze geschieht bei Geetze mit dem offenen Kommunikationsstandard BACnet, der in der Gebäudeleittechnik sehr, sehr weit verbreitet ist. Jede Heizungs-, Klima- und Lüftungssteuerung benutzt das BACnet-Protokoll schon, um untereinander zu kommunizieren. Und genau diesen Standard, genau diese Standard, dieses Standardprotokoll verwenden wir auch, um unsere Türen daran anzubinden. Als Systembestandteil brauchen Sie das Geetze Cockpit. Das ist ein kleines Stückchen Hardware, intelligente Hardware, die Software-Applikation laufen lässt und Ihr Verbindungsglied ist zum Gebäudemanagementsystem. Und als Verbindung ein kleines Koppelmodul, was die Tür BACnet-fähig macht, damit sie dann auch mit dem Gebäudemanagement überhaupt sprechen kann. Diese zwei Bausteine werden verwendet, um Ihre Türen anzubinden. Keine Hardware ohne Software. Natürlich brauchen Sie auch bei einem Geetze Cockpit oder bei einer Vernetzung etwas Software. Das haben wir in drei Teile aufgeteilt. Einen Basic-Teil, ein Visu-Teil, ich visualisiere etwas, und eine erweiterte Visualisierung, wir nennen das Visu Plus. Im Einzelnen bedeutet das, eine Basic-Software bekommen Sie mit jedem Standardsystem automatisch. Das ist Ihre Möglichkeit, Rechte zu vergeben, wer darf welche Tür steuern, wer darf sich anmelden dort und wer hat überhaupt einen Zugang darauf. Und das ist auch der Baustein, der Software-Baustein, der die Kommunikation zu weiterführenden Gebäudeleitsystemen sicherstellt. Wer jetzt selbst seine Türen standalone oder zusätzlich eigens steuern möchte, der nutzt bei uns eine Visu, eine Geetze Visu. Das ist diese Visualisierung, sie macht Ihnen die Bilder sichtbar, also Ihre Türzustände und sichtbar und bedienbar. Sie können also sehen, ist eine Tür offen, geschlossen, ist sie gestört, ist sie nicht gestört. Sie können Betriebszustände ändern von Fluchtwegsteuerung und ähnlichen, Fenster öffnen. Und immer dann, wenn Sie möchten, dass Ihr System selbst aktiv wird und nicht nur reagiert, sondern auch agiert, dann brauchen Sie die Visu Plus Erweiterung. Und ab jetzt ist Ihr System auch fähig, Meldungen Ihnen zu generieren. Sei es
Ein Alarm ist irgendwo ausgelöst worden, jemand wird benachrichtigt, kriegt ein Pop-up-Fenster auf seinen PC-Bildschirm oder bekommt eine E-Mail-Benachrichtigung oder ähnliches. Oder auch, sie kriegen einfach nur Statusmeldungen, die eben dazu befähigen, dass sie sagen, okay, eine Tür ist 10.000 Mal geöffnet worden. Es wird Zeit, dass die Haustechnik aktiv wird und diese Tür mal überprüft, damit es nicht zu einer Funktions- und Betriebsstörung kommt. Natürlich haben wir das nicht nur in der Theorie entwickelt, sondern haben sowas auch schon umgesetzt und setzen es kontinuierlich um in verschiedenen Objekten. Kurz drei Beispiele. Das ist einmal die Firma Vector. Das ist ein IT-Spezialist, der an circa 100 Türen in seinem Gebäude diese Überwachung laufen lässt und somit auch die Vernetzung, den Vorteil der Vernetzung nutzt. Das heißt also, hier wird zentral kontrolliert, sind Türen offen, sind Fluchttürsteuerungen, rote Knöpfe an den Notausgängen gedrückt worden oder nicht, sind Verriegelungen dort, werden Türen abends verschlossen, sind sie verschlossen, sind die Bereiche so gesichert, wie wir das wollen. Einer der modernsten Windkanäle hier in der Nähe ist damit ausgestattet. Dort werden natürlich Türenüberwachung und auch intelligente Steuerung umgesetzt. Und zu guter Letzt, als ein Beispiel, ein kleiner Blick nach Leonberg auf den Geetze Campus. Unser eigenes Entwicklungszentrum ist natürlich unsere eigene Referenz auch. Dort haben wir das in sehr großem Stil umgesetzt. Das als kleiner Einblick mal in Möglichkeiten und Vorteile von vernetzten Systemen, von solchen Türen. Ich lade Sie sehr herzlich ein, auf unseren Stand zu kommen. Das ist die Halle 3 und der Stand 3A78. Da finden Sie uns. Da ist das System live zu sehen, live umgesetzt. Und gerne stehe ich Ihnen jetzt noch für eventuelle Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.